Nun beginnen wir den Tag mit der Keynote. Ich begrüße ganz herzlich Alina Zwettler, Referentin für neue Medien- und Programmkoordination bei Arte Deutschland. Alina Zwettler wird in ihrer Keynote über Arte Online, Formate und Programmentwicklung sprechen. Bitte kommen Sie zu mir aufs Podium. Ja, hallo. Auch von mir ein herzliches Willkommen zur DOCWIL 2016. Ich freue mich, dass ich hier den ersten Beitrag machen darf. Ich springe hier auch, ich sage es gleich dazu, für meinen Kollegen Kai Meseberg aus Straßburg ein, der bei uns der Experte für 360 Grad ist. Er hat das erste Projekt letztes Jahr realisiert, Polar Sea. Ich denke, die meisten von Ihnen, von euch, werden dieses Projekt kennen. Vielleicht ganz kurz noch zu meiner Person, woher komme ich, weil ich glaube, es gibt viele, die mich noch nie gesehen haben im Kontext von TV und Online. Ich war viele Jahre in Museen zu Hause und unter anderem vor Arte, wo ich jetzt seit 2 Jahren in Baden-Baden am Standort Baden-Baden arbeite, im ZKM, Zentrum für Kunst- und Medientechnologie. Und hier ist auch die eigentlich recht interessante Brücke, weil gerade 360 Grad und die Dinge, die ich im ZKM erlebt habe, sich hier ganz gut ergänzen. Zu meiner Keynote jetzt. Es geht mir darum, dass wir einerseits natürlich tolle Projekte für Arte suchen, akquirieren, entwickeln, aber auf der anderen Seite geht es auch darum, dass Arte selbst in seinem Online-Universum unheimlich viel machen muss und investieren muss, damit diese transmedialen Inhalte, Multiplattform-Inhalte und wie sie auch immer genannt werden wollen, also all dieser schöne digitale Inhalt auch auf einer geeigneten Plattform stattfindet, die technisch und vom User Experience Design, Interface Design, dass das alles einfach gut funktioniert. Und hier hat sich in den letzten Wochen, Monaten sehr viel getan. Und ich würde ihm gerne in diesen ersten Teil meiner kurzen Einführung für den heutigen Tag auch auf diese Seite des Transmedia Storytellings eingehen, weil das eigentlich die Voraussetzung ist, dass dann Projekte auch bei uns stattfinden können und gezeigt werden können. Es gibt viele Rahmenparameter im digitalen Storytelling, die so für TV-Sender vorher nicht bekannt waren oder die man vielleicht nicht so beachten mussten. Es gibt unzählige Spielregeln, die sich im Netz ergeben. Es ist nicht nur der andere TV-Sender, der der Konkurrenz ist. Es gibt große Player, die ganz aus einer anderen Ecke kommen. Von Netflix, Google, Facebook, YouTube, wie sie alle heißen. Nicht zu vergessen auch Twitch, die Plattform für Gaming. Es kommen hinzu, dass Nutzergruppen, also es wird auch keinem hier unbekannt sein, sich nicht mehr unbedingt an den gleichen Orten aufhält wie noch vor ein paar Jahren. Im Fernsehen haben wir eine Zielgruppe, die in etwa 63 ist bei Arte. Bei vielen öffentlich-rechtlichen Sendern ist das Alter noch höher. Was passiert, wenn diese Menschen, auch wenn sie sehr alt werden und um die 100 vielleicht heute schon werden, wo finde ich die? Wo sind die? Wie kann ich denen auch gute dokumentarische Inhalte präsentieren und sie erreichen? Weil wir wollen, gerade auch als Arte ist das unser Anspruch, auch für diese Zielgruppen gute Inhalte präsentieren und diese auch irgendwie zur Verfügung stellen. Ich habe hier ein paar Punkte aufgezählt, die irgendwie wichtig sind für uns. Also ich habe schon genannt die digitale Infrastruktur, User Experience. Die Nutzerszenarien sind ganz, ganz wichtig. Also jemand, der auf Facebook sich etwas anguckt, der hat ganz ein anderes Zeitbudget als jemand, der sich vor dem Fernseher mit einem Getränk, einer Schüssel Chips hinsetzt und sagt, ich habe jetzt den ganzen Abend Zeit. Wir konsumieren die Videos auch nicht mehr alle nur auf dem Sofa. Wir sind unterwegs, wir sind im Zug, wir langweilen uns, weil die Deutsche Bahn uns gerade wieder mal im Stich gelassen hat und wir noch eine Stunde mehr haben zum Gucken. Und auf all diese Situationen, oder es kann natürlich auch passieren, dass man sich in der Arbeit langweilt und dann gerne auch noch mal schnell was gucken will. Alles möglich. Wir gucken auf unsere Handys, wir gucken auf unserem Desktop, wir haben ein iPad, wir haben Smart TV, also alle möglichen Geräte und an verschiedenen Orten, vom Bett über Bushaltestelle, Bahnsteig, wie auch immer. Und da passieren ganz andere Dinge, da will ich auch ganz andere Dinge sehen. Und dafür wollen wir uns als Arte auch damit beschäftigen und Ihnen auch Informationen und Inhalte
präsentieren. Ganz wichtig ist eben für Arte auch geworden, diese Distributionskanäle auch außerhalb von Arte anzugucken. Also es gibt Arte TV, das wird bei uns gehostet. Wir wissen aber, dass viele Drittplattformen eigentlich die Orte sind, wo die Leute hinkommen. Die Home wird bei uns gar nicht so sehr besucht, sondern es ist eher, man googelt ein Video, man sucht einen Begriff und landet direkt in der Mediathek oder auf einer der Unterseiten von uns. All diese Dinge, die müssen berücksichtigt werden, und das heißt auch, dass wir zum Teil unser Haus, also auch unser virtuelles Haus verlassen müssen. Wir müssen rausgehen und für diese Drittplattformen originär produzieren. Da kommen sehr schnell dann die Fragen nach Rechten ins Spiel. Wenn wir für Drittplattformen produzieren, das heißt beispielsweise bei Facebook, dass Videos direkt hochgeladen werden, wie ist das mit den Rechten? Können wir die erwerben? Da ist auch zum Teil die Politik und auch die Rahmenbedingungen, auch die Förderstrukturen sind da gefragt, Zeichen zu setzen, damit wir wirklich flexibel auch auf diese Plattformen gehen können. So viel jetzt einmal so zu grundsätzlich diese Fragestellungen. In den letzten Wochen habe ich eben gesagt, dass es einige Neuerungen gab. Da können Sie dann auch gerne jederzeit jetzt nachgucken. Gerade die Woche ist die App von Arte neu gelauncht worden oder sagen wir so ein Relaunch. Also es geht ja immer auch um Updates. Wenn Sie die jetzt öffnen im iOS Store, ich glaube Android kommt nächste Woche, dann sehen Sie, dass es da jetzt auch einen ganz anderen Zugang gibt. Es gibt Playlists, das ist ein Thema, das uns die letzten Monate sehr beschäftigt hat, dass wir Bereiche schaffen innerhalb unserer Mediathek, wo wir Themen zusammenbinden und wo wir erstmals nicht nur in der Mediathek das Programm abbilden, das zuvor in TV gezeigt wurde, also die typischen Catch-up-Rechte, sondern dass wir Themenlisten auch kreieren, die automatisch abspielen, die wir kuratieren, die sowohl die digitalen Videos, die wir produzieren, nur für online, als auch das TV-Programm zusammenbinden. Also das ist sicher eine der großen Neuerungen auf Arte und gehen hier einen Trend, den man natürlich auch kennt, wenn man beispielsweise ein SVOD-Abo bei Netflix oder sonst wo gelöst hat. Da gibt es diese Features oftmals bereits schon einiger Zeit. Die haben auch die HBBTV-App überarbeitet, die Webpage wurde vor einiger Zeit gelauncht, also neu gelauncht im Bereich der Mediathek. Auch hier finden Sie diese Playlist. Es gibt auch einen individualisierten Bereich, um eigene Playlists zusammenzustellen. Also diese Individualisierung ist auch ein Thema. Und was eben auch in Zukunft funktionieren soll, ich schaue vielleicht in der Früh noch über mein Smart TV oder über meinen Laptop ein Video an, komme nicht dazu, dass ich es fertig gucke und kann aber dann durch diese Individualisierung dieses Video ganz genau an der gleichen Stelle, zum Beispiel an meinem Smartphone, weitergucken. Also wenn ich dann schon mit meiner Tasche unterwegs bin zur Arbeit und nicht unbedingt lesen will, dann kann ich, wenn die Datenübertragung gut ist, das Video einfach weitergucken an der Stelle, wo ich vorher am Esstisch aufgehört habe. Also das sind so Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Auch Search Engine Optimization ist ein großes Thema für uns. Das Design, also wo wir sagen, wir müssen da auch noch einen Schritt weiter gehen, ich weiß nicht wie viele, ich hoffe doch alle, sind Arte-Nutzer und das nicht nur am TV, sondern auch online, dass man einfach da auch gucken muss, wie führt man die Leute zu den Inhalten. Sie kennen sicher unsere, oder ich hoffe, Sie kennen unsere Galaxie mit Arte Cinema, Arte Creative, Arte Info, Artes Concert, natürlich ganz, ganz wichtig mit dem Concert-Streaming-Angebot. Das ist zum Teil nicht selbsterklärend. Also wir müssen auch daran arbeiten, wie führen wir die Leute möglichst einfach zu den Inhalten hin. Ein Thema, dem wir uns jetzt auch ganz stark widmen, ist eigentlich, welche Formate möchten wir online zeigen, möchten wir online entwickeln, was ist da der Trend? Klar ist, dass der Videokonsum im Netz weiter steigt, dass das ist, was auch am meisten konsumiert wird. Das heißt für uns, und das ist eigentlich eine gute Nachricht als TV-Sender, ist es klar, dass wir in den Bereich Video investieren müssen. Wir werden nachher einige Cases auch vorgestellt bekommen von Kollegen und Kolleginnen zu dem Format Webserie. Webserie, wurde insbesondere von unseren Kollegen von Arte France gelauncht, dieses Genre. Die haben hier auch von der Politik einen Rahmen, der das sehr, sehr stark fördert.
eine gute Webserie ist nicht unbedingt günstiger als ein TV-Produkt. Das ist eben leider die Schwierigkeit jetzt auch von uns, von der deutschen Seite, dass es hier schwierig ist, Gelder aufzustellen und auch in unseren Strukturen, wie unsere Logik ist, wie wir Gelder zur Verfügung stellen. Das ist nicht ganz selbstverständlich und ist noch lange nicht so weit, wie wir es vielleicht auch uns manchmal wünschen würden. Auf jeden Fall hat hier Arte Creative, wer es vielleicht noch früher von kennt, war eher so eine Plattform mit User-Generated Content. Man konnte sich beteiligen, konnte seine Kunstwerke hochladen. Also es war so ein bisschen Do-it-yourself plus Ausstellungsbesprechungen und so weiter und so fort. Es gab schon einen großen Schwerpunkt auch zur Geek- und Popkultur. Seit dem Relaunch im Herbst letzten Jahres sieht man, dass sich das komplett verändert hat. Das ist eigentlich so dieses jüngere Angebot, das Durchschnittsalter auf Arte Creative mit 30 Jahren ist auch noch mal jünger als in unserer Mediathek mit um die 40 Jahre. Und wenn Sie da eben heute drauf gehen, finden Sie ganz, ganz viele neue Serien, wo wir später auch noch welche lernen werden und genau uns angucken werden. Gleichzeitig findet man auch das Genre Game, wo ich dazu sagen muss, das ist etwas, was rein von französischer Seite bei Arte gemacht wird, weil wir es rechtlich nicht dürfen. Also wer sich mehr mit den ganzen Gesetzgebungen und so weiter auseinandergesetzt hat, wir dürfen als öffentlich-rechtliche Sender keine Games in Auftrag geben. Gamification-Elemente, das ist so ein Graubereich, aber Games, wie es jetzt im Prinzip auch von Arte France gemacht wird, zum Beispiel bei dem Projekt iPhilip gab es auch das Spiel Californium, das könnten wir so auf deutscher Seite nicht machen. Was heißt das für uns? Jedenfalls sind Videos ganz wichtig. Also diese Botschaft würde ich gerne auch in diesen Raum mitgeben. Und diese Videos, die müssen sich unterscheiden von den klassischen Bonusvideos, die wir früher immer gemacht haben. Also wir haben irgendein Kulturmagazin, nehmen wir Metropolis und dann wurde vielleicht noch ein Interview mit einem Intendanten geführt oder wir haben gesagt, dann ist ein toller Sänger in der Sendung, den können wir nicht so ausführlich porträtieren, der soll doch noch ein Lied singen und dann stellen wir das auch auf unsere Plattform. Das funktioniert nicht, das wird nicht abgerufen. Das heißt, wir müssen wirklich originär Geschichten erzählen und die genauso professionell und toll machen, wie wenn wir fürs TV produzieren. Und das kostet Geld. Aber im Video heißt auch, wir können es auf alle Endgeräte ausspielen. Es kann distribuiert werden und das ist der große Vorteil zum Beispiel gegenüber einer Webdoc, die in erster Linie auf dem Desktop funktioniert. Daher ist das ganz, ganz wichtig. Wir werden aber auch weiterhin Webdocs unterstützen, aber nur in bestimmten Fällen, wenn wir wirklich große Kooperationen machen und auch beispielsweise mit Zeitungen kooperieren. Genau, also so viel zur Webserie. Da empfehle ich einfach wirklich Binge-Watching zu machen. Da gibt es ja auch alle Genres. Arte France hat auch ganz viel probiert von eher spontanen, lustigen Dingen, wo man sagt, ist das jetzt wirklich Arte-like und qualitativ so, wie wir das wollen? Aber man muss sich da reingucken und einfach einfinden und schauen, was ist da möglich und was ist auch dokumentarisch möglich. Es ist klar, es ist meistens ein schnellerer Schnitt, es sind jüngere Themen, aber einfach ausprobieren. 360 Grad, das große Dauerthema. Ich glaube, es gibt keine Veranstaltung, wo das nicht auf der Agenda steht. Von Sheffield, glaube ich, in alle Richtungen. Es ist immer 360 Grad jetzt mit dabei. Arte hat sehr früh in diesen Bereich investiert und investiert auch weiter, weil wir gesagt haben, dieses Genre ist so interessant, dass so neue Möglichkeiten des Storytellings bietet. Da wollen wir mitmachen, auch zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht noch nicht so viel kostet, weil es noch nicht so viele Experten gibt und auch noch nicht so viele TV-Sender, die jetzt da mitmachen. Aber es gibt natürlich andere Player. Es ist die New York Times, die ungefähr zeitgleich mit unserer App rausgekommen ist und das ist natürlich ein anderes Kaliber noch, als wir es sind. Es stecken Firmen wie Google dahinter. Es gibt zahlreiche Firmen in den USA, im Silicon Valley, die sich um dieses Thema ranken. Es ist die Gaming-Industrie dran, es ist aber auch die ganz normale mittelständische Industrie dran, die sagt, da ergeben sich neue Möglichkeiten, zum Beispiel ein Haus, den Hausbau zu gestalten, indem man dann mit der virtuellen Brille durchmarschiert. Bei Arte, 360 Grad, muss man immer, und das weiß ich nicht, wie viele jetzt tatsächlich schon mit der Brille und mit Cardboard das alles sich angeguckt haben, da muss man unterscheiden, einerseits 360 Grad, das kann man jederzeit einfach mit dem iPad oder mit iPhone, Tablet, was auch immer machen, indem man das rumschwenkt. Dann gibt es den VR-Modus, das ist eigentlich dieser Modus, wo ich ins Bild eintrete, das ist dann, wenn ich mir die Brillen aufsetze. Ich glaube, dass das vielen am Anfang auch so ein bisschen, was ist jetzt 360, was ist jetzt VR? Und jetzt gibt es immer mehr diese professionellen Geräte und Samsung ist mit dem Samsung Gear und der Kooperation mit Oculus Rift
sehr massiv auf den Markt getreten. Sie haben die Werbungen sicher alle gesehen vor einigen Wochen, oder es ist, glaube ich, mittlerweile 2 Monate her, wurden die ganz, ganz stark in den Markt gepusht. Und Arte wird dementsprechend jetzt in den nächsten Wochen, sie ist leider noch nicht online, das hätte schon online sein müssen, die Gear VR-App, damit man auch diese ganzen Dinge, die wir gemacht haben, über dieses Endgerät zeigen können. Im Moment ist die Arte-App, Arte 360 VR-App, für Cardboard und für den Konsum als 360-Grad-Video. Die Videos können auch im Facebook 360-Grad-Player gezeigt werden und auf YouTube. Also das ist die Neuerung. Ich habe jetzt hier nur ein Video, falls jemand noch nicht 360 Grad weiß, wie es funktioniert. So ein bisschen ein Erklärvideo. Wenn man die Brille dann verwendet, dann wird man eigentlich mit einem Touchpad auf der Brille dann auch durchgeführt bei Oculus Rift. Man steuert Menüpunkte mit den Augen an und toucht dann hin. Also da sind gewisse Dinge, die man auch in der Nutzung dann lernen muss. Aber ich denke, dass eben so viel Energie investiert wird im Moment, dass sich diese Geräte schon auch noch weiter verbreiten werden und neue Inhalte entstehen. Wir sind selbst gespannt, wo es hinführt. Wir machen jetzt einfach mal mit. Hier vielleicht nur ein kurzer Exkurs in die Historie. Das ist alles auch gar nicht neu, was wir da machen. Es ist nur mittlerweile digital und bewegt. Ich habe hier schöne Archivbilder gefunden von meinem ersten Arbeitgeber im Technischen Museum, ein Stereoskop-Betrachter. Das ist eigentlich so ein Beginn. Vielleicht könnte sich Samsung auch ein bisschen an diesem Design orientieren. Ich finde es eigentlich ganz hübsch. Auch damals, das ist von 1873, Wiener Weltausstellung. Und rechts diese Box, dieses Sensorama von Morton Heilig, das ist von den 50er Jahren. Und das war eigentlich noch ein Stückchen weiter voraus, weil sowohl Geruch als auch der Tastsinn noch mit inkludiert waren. Vom Sensorama, das hätte fast das ZKM-1 bekommen können für die Sammlung, leider ist es nicht gelungen. Und vor allem sind die Filme, die damals gemacht wurden, das sind glaube ich etwa 5 Stück, nicht mehr greifbar. Also insofern kann man es nicht mehr so zeigen, wie man es gerne möchte, aber ein ganz tolles Gerät. Und eben auch das riesen Rundpanorama aus der Malerei, da gibt es in Luzern noch ein sehr schönes zu betrachten. Eigentlich sind das alles Formen, wo wir schon zuvor überlegt haben, wie kann man das Erlebnis noch näher an uns ranbringen. Hier habe ich einige Beispiele von Projekten, die wir schon veröffentlicht haben und die gerade in Produktion sind. Also wir sind hier bei Docwell, klar ist das Doc-Genre ein ganz, ganz wichtiges. Mit iPhilip haben wir aber das erste fiktionale Programm gemacht, nachdem wir Polar Sea, das ist Natur-Doku-Ebene, spektakuläre Bilder. Hier bei iPhilip schlüpft man in die Rolle von einem Androiden, der dem Menschen begegnet ist zurückzuführen auf den Roman von Philip K. Dick, also Science Fiction. Ein ganz spannendes Doc-Projekt, das kommt im Herbst von Arte France, ist Notes on Blindness. John Hall hat Tonbandaufzeichnungen gemacht in der Phase, wo er erblindet. Er hat einen genetischen, also er erkrankt und er weiß, er wird langsam und kontinuierlich erblinden und hat das dann auf Tonband aufgenommen. Es gibt diese Originaldokumente und aus dieser Geschichte wird eine VR-Erzählung gemacht, wo der Rezipient, also der User, der sich die Brille aufsetzt, das nachvollziehen kann, wie sich das in etwa vielleicht anfühlen kann. Da kommt auch noch ein weiteres Element hinzu, nämlich die Binauralität. Also auch der Sound spielt eine ganz, ganz große Rolle bei 360 Grad VR. Man kann Stücke so bauen, dass man das Gefühl hat, von rechts oder von links oder von hinten kommt jemand. Auch ganz gut geeignet fürs Horrorgenre, kann man ganz gut von einem Ungeheuer von hinten überrascht werden.
das Experimentierfeld ist groß und eben auch die Gaming-Industrie macht ganz viel. Und auch hier ist wiederum Art de France am Zug und macht ein Projekt, das sich Sense nennt. Das ist das Bild rechts mit dem Pfeil, wo man durch eine Landschaft mit dem Pfeil geht und interagiert. Auch das kommt in den nächsten Wochen, beziehungsweise im Spätherbst auf Arte. Ein Ding, das ich auch gerne, falls hier auch Produzenten, Autoren da sind, gerne auch noch hier nennen möchte. Wir sind dabei mit Thomas Wallner, mit seiner Firma Deep Ink, mit denen wir die ersten VR-Experiences gemacht haben, 360-Grad-Experience, dabei eine Software-Suite zu entwickeln, wo man das Authoring und besser noch vielleicht zusammenbauen kann. Es wird eben eine Suite geben, die wir dann auch den Produzenten zur Verfügung stellen, wenn Projekte bei uns realisiert werden mit unserer Arte-App. Da gibt es einerseits eben dieses Tool, das man hier so angedeutet sieht, das vor allem in der Beta-Phase zum Testen von zentralen Bildern genutzt werden kann. Man hat auch die Möglichkeit, sphärische Bilder einfach besser zu beurteilen und Grafik, Interaktion, Hotspots in diese Erzählung mit besser einzubauen und zu testen. Es ist immer noch sehr schwierig vorherzusehen, wo, wie und man eigentlich die Bilder baut und die Geschichten baut, wo blickt der User hin, dreht er sich tatsächlich um. Man hat einfach mit einem ganz anderen Radius zu tun und die Geschichte, sie ist zwar nicht ganz offen, aber sie hat viel mehr Variablen. Kai Meseberg sagt auch immer, man kriegt nicht mehr nur ein Storyboard, sondern man kriegt eigentlich ein Excel-Sheet, wenn man solche Geschichten baut. Und dazu gibt es eben auch noch dann so eine Art Heatmap, wo man sieht und testen kann, wo blicken denn die Leute tatsächlich mehrheitlich hin, hat man die richtigen Ecken gefunden, wo man die Geschichte dann haupterzählen lässt in so einem 360-Grad-Video. Also das noch zu 360 Grad. Wir sind wirklich gespannt, wie das weitergeht und wir freuen uns auf neue Projekte. Tolle Inspirationsquelle und das finde ich eigentlich auch das Tolle an 360 Grad und VR ist, dass man plötzlich wieder mit Leuten zu tun hat aus ganz anderen Sektoren. Also das Theater ist für uns ganz interessant geworden. Ausstellungen sind interessant geworden, weil die eigentlich schon immer räumlich arbeiten. Und gerade beim Theater weiß man ja auch nicht, ob das Publikum, wo schaut es hin. Also es ist nochmal, und es gibt eine räumliche Tiefenverordnung und alles Mögliche. Und da kann man auch ganz, ganz viel lernen. Und somit würde ich hier auch schließen. Ich hoffe, ich bin ungefähr in der Zeit geblieben. Ich wünsche uns ganz, ganz tolle Projekte, die wir heute vorgestellt bekommen haben. Also wir wünschen uns natürlich auch für in Zukunft ganz, ganz tolle Projekte, tolle Ideen. Und man sieht genau, das kann man das auch noch anwerfen, dieses Heatmapping. Das habe ich vergessen, dass da ja auch noch ein Film dahinter liegt, damit man sieht, wie das ungefähr funktioniert. Genau. Also neue Gedanken, neue Geschichten, neue Möglichkeiten. TV bleibt wichtig, Dokumentarfilm bleibt wichtig. Arte ist dafür der Platz. Aber es ist wichtig, dass wir uns eben auch in anderen Formen dokumentarisch an die neue Zeit anpassen und an die neuen Ausspielwege anpassen und freuen uns. Und Ludwigsburg ist natürlich auch ein besonders spannender Standort mit der Filmhochschule, Kurzfilm. Ich sage immer, ja, eigentlich jemand, der gut im Kurzfilm ist, der wird wahrscheinlich auch eine Webserie den Sprung in diese Richtung vielleicht auch machen und nicht zum großen Genre 60, 90 Minuten und so weiter. Also, wer hier Anregungen und Ideen hat, jederzeit eine E-Mail genügt oder einen Anruf in Baden-Baden, Straßburg, Arte France, SWR, BR, alle unsere Partner sind offen für neue Projekte. Vielen Dank.